Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Berquet vom Focke-Museum. Vielen Dank, dass wir heute Abend wieder zusammen eine Vortragsreihe oder einen Teil unserer Vortragsreihe durchführen können, die Sie schon alle oder ihr alle gelesen habt. Geht es heute um Karl F. W. Borgward. Natürlich verbindet Bremer und auch eigentlich Borgward-Freunde auf der ganzen Welt sehr viel mit Borgward. Darüber wird Peter Kurz uns gleich berichten. Und für alle diejenigen, die von dem Prämobileum noch nichts gehört haben, möchte ich auch ganz kurz noch eine Information geben, was dahinter steckt. Und zwar wurde das Prämobileum als gemeinnützige GmbH im letzten Dezember gegründet von technikbegeisterten Vereinen, die sich um die Bremer Mobilität kümmern. Darunter sind zum Beispiel die Branche Schiffbau, Fahrzeugbau, Luftfahrt und auch die Raumfahrt. Und das Besondere ist, dass wir eben nicht nur die Vergangenheit beleuchten, sondern die Gegenwart und auch die Zukunft. Deswegen wird auch der letzte Teil unserer Vortragsreihe mit der Zukunft zu tun haben. Da geht es dann um Elektromobilität und auch um Wasserstoff. Ja, ansonsten haben wir erstmal natürlich eine schwierige Zeit erwischt mit Corona. Wir konnten uns nicht treffen, keine Wechsel-Dauerausstellung aufbauen. Und so haben wir eben ja mit viel Glück das Landesmuseum, das Focke-Museum gewinnen können, mit uns zusammenzuarbeiten und freuen uns sehr, dass wir das eben gemeinsam machen können. Des Weiteren werden wir jetzt in der nächsten Zukunft daran arbeiten, kleine Veranstaltungen zu organisieren. Da müssen wir eben auch abwarten, wie die derzeitigen oder die baldigen Regelungen bezüglich Corona aussehen. Und darüber werden wir dann aber auch in der Presse berichten. Ja, Peter Kurze ist vielen ein Begriff. Ich freue mich auch sehr, dass Peter zugesagt hat, um diesen Vortrag zu halten, weil Peter ist einfach der Experte in Sachen Borgward. Peter schreibt Bücher, nicht nur über Borgward, auch über andere Dinge und auch nicht nur über Autos, sondern auch ein Krimi, wenn ich da nicht zu viel verraten darf. Und ja, ich würde jetzt einmal gleich mit Peter Kurze übergeben und vorher möchte ich Sie noch gerne aufrufen, Fragen, die Sie an Peter Kurze haben, gerne in den Chat zu schreiben, entweder während des Vortrages oder auch im Anschluss. Und zwar unten rechts finden Sie eine Chatfunktion oder vielleicht unten müssen Sie erst was anklicken und dann können Sie dort alle Fragen reinschreiben und ich werde nach dem Vortrag, der ungefähr 20 bis 30 Minuten dauern wird, die Fragen an Peter Kurze stellen. Gut. Dann würde ich sagen, Peter, du könntest starten. Vielen Dank nochmal. Ja, hallo, jetzt will ich nur am gucken, ob ich zu sehen bin. Ja, scheint zu funktionieren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, mein Name ist Peter Kurze. Ich beschäftige mich durch Zufall eigentlich schon das halbe Leben mit Borgward und bin erstaunt, dass es immer wieder noch Neuigkeiten zu entdecken gibt, immerhin mehrere Jahrzehnte nach dem Ende dieser hochinteressanten Unternehmung. Ich fange direkt an. Jetzt versuche ich mal eben, ob wir das mit den Bildern hinbekommen. Ja, sehr schön. Also, wir fangen mit Karl F. W. Borgward an. Geboren 1890 in Altona, damals noch nicht zu Hamburg gehörend. Er war Sohn eines Kohlenhändlers und hatte noch 12 Geschwister. Karl war ein Bastelfreund, also sein erstes Auto lief mit einem Uhrwerk von einem Wecker und raste über einen Kaffeetisch und haute die Tassen der anwesenden Damen des Kaffeekränzchens um. Und so kam er irgendwie aufs Auto, wie man von den Verwandten und auch aus Büchern hört. Er machte die mittlere Reife, eine Schlosserlehre und studierte dann am Technikum in Hamburg Maschinenbau. Als junger Ingenieur ging er nach Hannover, arbeitete dort. Und ab 1912 war er bei Karl Franke in der Bachstraße in der Bremer Neustadt angestellt. Karl Franke baute Apparate zur Gaserzeugung, das heißt für Zeppeline, Ballons und so weiter. 1914, Erster Weltkrieg, Karl wird eingezogen zu einer Pioniereinheit und wird schon 1915 verletzt und kommt zurück nach Bremen. Nach der Genesung arbeitet er weiter bei Karl Franke und hat nach dem Ende des Krieges das Glück, dass ihn ein Mensch anspricht, der einen kleinen Betrieb hat. 20 Personen in Bremen-Hastedt und er fragt, ob Karl nicht bei ihm als Ingenieur anfangen will, als Teilhaber. Das lässt er sich nicht zweimal sagen und stellt sofort das gesamte Produktion dieses kleinen Betriebes um. Er baut nämlich Bohnenschneidemaschinen. Die Bohnenschneidemaschinen, ja, das war nicht so sein Interessensgebiet, er wollte irgendwie immer was mit Autos zu tun haben.
Und so stellte er das Produktionsprogramm um auf Kotflügel und Kühler, die er dem Nachbarn, dem, jetzt muss ich mal eben schauen, wie das hier weitergeht, dem Nachbarn Hansa Lloyd verkaufen wollte. Sie sehen eine Zeichnung, die der Zeichner also tierisch übertrieben hat. Er hat nämlich völlig vergessen, das Gelände zwischen Osterdeich und Weser. Also hier sieht das aus, als wenn die Weser in Hasstedt direkt dem Hansa Lloyd Gelände gegenüber liegt, beziehungsweise an der Uferstraße. Sie sehen hier rechts, das ist die Föhrenstraße und dies ist der Osterdeich, das Ende in Hasstedt. Und dieses Gelände hier, das besteht noch zum Teil, das waren die Hansa Lloyd Werke, ein Automobilproduzent, der im Ersten Weltkrieg einer der größten Lkw-Hersteller des Deutschen Reichs war. Jetzt nach dem Krieg hatte er eigentlich nur noch ein Auto im Programm, einen Riesenschlitten sozusagen, nämlich den Treffass und den Trumpfass. Ein großer 8-Zylinder-Wagen war in Planung. Sie sehen jetzt hier auf dem nächsten Bild, ganz klar, Marktplatz vorm Rathaus. 1928 werden die Ozeanüberquerer, die hier im Hansa Lloyd Trumpfass sitzen, hier, das ist der Köhl, das müsste der James Fitzmaurice sein und hier Freiherr, wie hieß der denn noch? Egal. Also die werden ordentlich gefeiert. Links der Roland, ganz klar im Hintergrund das Deutsche Haus. Und mit diesen Autos, dafür baute er auch für die Lkw, baute Karl jetzt in seinem Betrieb, also Teile. 2 Jahre später, 1921, scheidet der alte Chef aus und Karl übernimmt den ganzen Betrieb und vergrößert sich. Immer wieder, da wird was angebaut, dort wird was rationalisiert. Und dann fiel einem auf, dass unheimlich viel Zeit vergeht zum Transport der Produktionsteile von der Lackiererei zur Presse und zur Presse zurück und pipapo. Also diese Werkstransporte, die waren sehr umständlich und dauerten viel zu lange. Und daraufhin baute man ein eigenes kleines Transportmittel, eine Transportkarre, den sogenannten Blitzkahn. Weil der so gut gelang, hat man den gleich weiterverkauft an viele Bremer, kennen den Blitzkahn aus dieser Zeit, also die leben natürlich jetzt nicht mehr. Sie sehen hier also ein urprimitives Auto, 3 Räder, eine Wanne und in dieser Wanne konnten sie bis zu 250 Kilogramm laden. Und hier unten an der Seite sehen Sie den Einzylindermotor. Der hatte so viel PS, wie ein Elektrofahrrad heute Kilowatt hat, also so, ich sage mal, 1 bis knapp 2 PS. Er verzichtete auf, man kann sich das gar nicht vorstellen, auf eine Kupplung, auf ein Getriebe und auf einen Anlasser. Das bedeutet, wenn der Blitzkahn steht, dann müssen Sie den anschieben, bis der Motor töff, töff, töff anspringt. Und dann müssen Sie selbst auch noch auf das Vehikel draufspringen. Es wird im Stehen gefahren, hinten. Gut, die Geschwindigkeiten waren nicht hoch. Also wenn Sie mit 250 Kilo 20 Kilometer pro Stunde erreichten, dann war das viel. Aber diese Primitivität, dieses kostengünstige Fahrzeug, war natürlich in der Zeit nach dem Krieg, das war ja heillose Zustände, war das natürlich eine ganz hervorragende Sache. Und also genau das richtige Fahrzeug zur richtigen Zeit. 1924, also 2, 3 Jahre später, kommt ein junger Mann, also zu Karl Borgwardt und sagt, er möchte Teilhaber werden. Das war der Wilhelm Teglenborg, der Sohn des Werftinhabers in Bremerhaven. Und die beiden zusammen bauen nun das Werk aus. Und zwar kaufen sie die alte Karosseriefabrik von Louis Gärtner. Sie sehen dieses Gebäude. Das steht, hier unten ist die Föhrenstraße. Hier hinten, ganz rechts im Hintergrund, sehen Sie das Kraftwerk Hasstedt. Und dieses hier kennen Sie heute unter Ogohaus. Sieht natürlich etwas anders aus. Das ist im Krieg zerstört worden. Und nur dieser kleine untere Teil ist erhalten. Und darüber hat man das Ogohaus gebaut. Und dies hier ist heute eine Fortvertretung. Ich sage es mal Fort Woltmann. Und dies hier rechts ist das Hansa-Lloyd-Werk, die Schmiede. Da war vor einiger Zeit noch Atelco drin und ich glaube, heute ist eine Muckibude dabei. Okay, also die Goliath-Werke, so nennt Borgwardt nun sein Werk. Und Co. ist der Teglenborg.
in der Föhrenstraße. Sie bauen weiterhin Dreiräder, kommen damit im Gegensatz zu Hansa Lloyd hervorragend durch die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre und haben nun das Glück, Hansa Lloyd günstig übernehmen zu können. Ja, und das machen sie. Also der Kleine schluckt den Großen. Und nun kommt es auch gleich zum ersten Pkw. Ein Dreirad, nicht ganz so primitiv wie der Blitzkahn, aber immer noch kostengünstig genug. Links Wilhelm Tegelenborg, rechts Karl F. E. Borgwardt. Ja, und dieses Auto wird ebenfalls ein Verkaufsschlager. Der Wagen des kleinen Mannes, sozusagen der Volkswagen aus dieser Zeit. Die Produktion von Hansa Lloyd, die Lastkraftwagen, führt man fort. Das war so die Größe, die Hansa Lloyd anbot. Die produzierte Borgwardt nun als neuer Inhaber der Fabrik weiter. Und man glaubt es kaum, aber der Erfolg war so groß, dass selbst dieses Riesenwerk Hansa Lloyd vom Platz nicht ausreicht. Und Borgwardt begann, in Sewaldsbrück ein Grundstück zu kaufen und dort mit seinem Architekten Lodders zu bauen. Tegelenborg, dem war das alles zu waghalsig, zu risikoreich. Der zog sich zurück, bekam eine anständige Abfindung. Und Borgwardt waltete nun allein in seinem neuen Werk. Dazu brachte er aber auch noch wirklich gute Autos, und zwar richtige Autos, aus. Sie sehen hier den Hansa 1700 Cabriolet. Den gab es natürlich als Limousine und auch noch als 1100. Das war so der Verkaufsschlager der Vorkriegszeit. Und hier sehen Sie den Eingang mit der Halle 1 des Werks in Sewaldsbrück. Interessant ist, dass diese beiden kleinen Pförtnerhäuschen heute noch stehen. Und auch die Tore sind noch da. Die gehören heute zu Atlas Elektronik. Und der linke Teil, Sie sehen hier hinter einen Zaun, der existiert im Prinzip noch heute, das ist Mercedes. Links wäre jetzt die Sewaldsbrücker Heerstraße. Jo. Also ein wunderschönes Werk, alles vom Feinsten. Und natürlich 38, 39, 1. September begann der Krieg. Borgwardt musste Lastkraftwagen herstellen, 3 Tonnen Lastkraftwagen für die Wehrmacht. Sie sehen hier im Hintergrund die Fahrzeuge mit den Rädern, das sind die 3 Tonnen Lastwagen. Und dann sehen Sie hier so eine Mischung aus Panzerkettenantrieb und Vorderachse vom LKW. Das sind sogenannte Halbkettenfahrzeuge. Diese Halbkettenfahrzeuge konnten unheimlich Lasten ziehen und wurden dazu eingesetzt, dass sie die schweren Kanonen der Artillerie durch das Gelände ziehen konnten. Das war also hauptsächlich die Produktion von Borgwardt im Krieg. Dazu kamen aber Kleinpanzer, die so 1,5 Meter lang waren, ferngesteuert, also ohne Besatzung, sowie die Hüllen für Torpedos. Das Ganze geschah nun auch mit Zwangsarbeitern. Das ist also ein ganz, ganz trauriges Kapitel der deutschen Industrie überhaupt. Sie sehen hier beispielhaft zwei Mutter und Tochter aus der Ukraine. Mutter ist 41 Jahre, Tochter ist gerade mal 17, arbeiten in der Werksküche. Da wurden also sehr genaue Unterschiede gemacht. Hier zum Beispiel gab es die Fremdarbeiter, die aus den Niederlanden kamen, aus Flandern, Belgien. Die hatten noch ein verhältnismäßig normales Leben. Also ich habe mit einigen noch sprechen können. Die hatten zum Beispiel im Krieg Dauerkarten für Werder. Also sowas gab es alles noch. Sie durften mit der Straßenbahn fahren und so weiter, hatten Bewegungsfreiheit. Dann gab es natürlich, und die waren wirklich am schlimmsten dran, das waren die russischen und die aus dem Osten kommenden Fremdarbeiter, die zwangsweise ja bei Borgwardt und natürlich in den anderen Bremer kriegswichtigen Betrieben arbeiten mussten. Es war ein ganz trauriges und ganz schlimmes Kapitel, was Gott sei Dank viele deutsche Firmen aufgearbeitet haben. Bei Borgwardt ging es natürlich nicht mehr, weil diese Aufarbeitung erst in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts stattfand. Ein trauriges Kapitel, genauso traurig das Ende. Das ist also das Ergebnis eines Krieges. Sie sehen hier aus der Vogelperspektive das Werk Hasstedt, im Vordergrund noch ein Stück vom Focke-Wulf-Werk Hasstedt, wo Beuteflugzeuge und auch abgestürzte deutsche Flugzeuge verschrottet wurden. Also die wurden noch verwertet, die Metalle, die Instrumente und so weiter. Und ab diesem ersten Schornstein
Das war alles das Borgward-Werk Hastedt. So sah das aus. Das war die Konsequenz und das Ergebnis des Krieges. Hier die Pfalzburger Straße, damit Sie sich orientieren können. Hier rechts der alte Postweg. Das querläuft ist die Föhrenstraße. Und hier hinten wäre jetzt die Malerstraße und links wäre der Hastedter Osterdeich. Und ganz hinten am Horizont, hier links, sehen Sie den Dom. Ja, Kriegszeit. Im Prinzip war alles im Eimer. Das ist ein Bild von, ich glaube, das müsste Halle 1 sein in Sewaldsbrück. Ein Torso eines Halbkettenfahrzeugs hängt da noch in der Luft. Es war ganz schlimm. Karl F. W. Borgward wurde als Wehrwirtschaftsführer sofort verhaftet und kam 9 Monate in amerikanische Haft. Zuerst im Gymnasium Hermann-Böse-Straße, das damals noch anders hieß, und dann nach Süddeutschland. Und er durfte anschließend hier in Bremen, also das muss dann so 46 gewesen sein, ich denke mal März, durfte er nur als eine einfache Tätigkeiten ausüben. Er musste also als Bauhilfsarbeiter am Straßenbau teilnehmen. Er durfte seine Werke nicht betreten, kein Auto auf seinen Namen zulassen und so. Das war also alles sehr rigide, was die Amerikaner da machten. Aber es gab für jeden die Chance, der vor 1918 geboren war, in die Entnazifizierung zu kommen und da im Zweifelsfall Widerspruch einzulegen. Das hat Borgward gemacht und geholfen haben ihm zum Beispiel die Aussagen von dem Kommunisten Hermann Wolters, der 1946 in die SPD eintrat und dann von den Amerikanern als Wirtschaftssenator eingesetzt wurde. Und Hermann Wolters hat also bis zum Ende Borgwards immer den Kontakt zu Herrn Borgward und zum Werk gehalten, war bei jeder Feierei dabei, das Werk sehr gefördert. Und den suchte die Gestapo und sollte verhaftet werden. Und bei Borgward wurde er dann immer mit irgendwas in der Hand, hieß es, kriegt er einen Anruf und sie sagten, er sollte irgendwo rumlaufen, soll sie nicht sehen lassen. Und die Gestapo ist zu seinem Arbeitsplatz und konnte ihn nicht verhaften. Und das hat Borgward und einige Werksdirektoren auch mit anderen Leuten gemacht. Und das hat ihm nach dem Krieg sehr geholfen. Ja, zurück. 1948 darf Borgward also wieder sein Werk betreten. Es geht ein Ruck durch die Belegschaft, die glücklich ist, dass er wieder da ist, weil jetzt haben sie das Gefühl, jetzt geht alles voran. Und sofort setzt der Wiederaufbau ein. Zum Beispiel kommt jetzt die Verwaltung von Hastedt hier nach Sewaldsbrück in dieses Gebäude, das heute noch steht, Atlas Elektronik. Im Hintergrund die wiederaufgebaute Halle 1, Mercedes heute. Ganz oben ist die Konstruktionsabteilung und hier hinten in dem Anbau, da hat Karl F. Borgward sein Büro. Hier rechts ist LKW-Konstruktion und so weiter. So. Das Erste, was die Menschen in der jungen Bundesrepublik brauchen 1949, sind natürlich Transportmittel. Und zwar keine PKW, sondern wirklich Nutzfahrzeuge. Und da dürfen die nicht teuer sein. Außerdem darf man auch nicht vergessen, Stahl und Gummi, also Reifen, waren kontingentiert. Das bedeutet, die konnten sie nicht freikaufen. Es wurde ihnen zugeteilt und natürlich nie genug. Borgward brachte also dieses Goliath Dreirad auf den Markt, GD 750 mit 750 Kilogramm Nutzlast, hier am Bremer Schlachthof. Aber 1949 stellte er sogar schon den ersten deutschen Wagen als Nachkriegskonstruktion vor. Ein absolut hochmodernes Fahrzeug damals, wegen der sogenannten Pontonkarosserie. Also, Sie sehen, dass die Kotflügel eine Linie bilden mit den Türen, dass die Kotflügel sozusagen integriert sind in der Karosserie. Das war neu, das war wirklich sagenhaft. Also ein hypermoderner Wagen. Wenn Sie die Konkurrenz angucken, dann wissen Sie, was ich meine. Das ist der Mercedes, der nach dem Krieg als erstes gebaut wurde. Die Kotflügel sind angesetzt. Es gibt breite Trittbretter, die natürlich den Innenraum schmaler machen. Bei Ford sieht das Ganze schon etwas netter aus, aber immer noch angesetzte Kotflügel und Trittbretter. Opel verzichtet mittlerweile auf die Trittbretter, aber Sie sehen Vorkriegsform mit angesetzten Kotflügeln.
Vom Käfer wollen wir jetzt gar nicht sprechen, da war alles angesetzt. So, und Borgward gründet nun drei Firmen. Einmal die Karl F. Borgward GmbH, die soll Pkw und Lkw herstellen. Dann das Goliath-Werk in Hastedt, das soll die Dreiräder herstellen und einen kleineren Pkw. Und die Lloyd-Maschinenfabrik, die soll Webstühle machen. So, Lloyd sitzt bei Goliath mit auf dem Grundstück. Und nun kommt die Idee, dass man, also Borgward lernt einige Ingenieure kennen von der Auto Union, die aus Chemnitz geflüchtet sind. Und die sagen, er soll doch mal einen Kleinwagen bauen. Das müsste doch jetzt in der Nachkriegszeit gut ankommen. Sie dürfen nicht vergessen, Autos waren ja eigentlich ein ungeheurer Luxus. Aber es gab ja auch noch Motorräder und die wurden natürlich gern und viel gefahren. Bloß wenn ein Motorradfahrer dann heiratet und kriegt ein Kind, dann geht das mit dem Motorrad nicht mehr. Er müsste sich theoretisch ein Motorrad mit Beiwagen kaufen. Das ist aber schon fast so teuer wie ein billiger Kleinwagen. Das war der Gedanke, der dahinter stand. Und, Entschuldigung, das ist nochmal der Pkw, den Goliath baut, auch eben mit integrierten Kotflügeln. Im Hintergrund die Glocke in der Domzeide. Und hier sehen Sie auch überall noch so die Einschüsse, also die Kriegsschäden. Das muss Frühjahr 1950 sein. Ja, und so soll der Kleinwagen aussehen. Der hat eine Holzkarosserie, weil Stahl, wie gesagt, kontingentiert. Und die wird mit einem Kunstleder, mit einem Kunststoff überzogen. Man nannte dieses Geschoss auch Leukoplastbomber, weil eben, wenn irgendwie eine kleine Beule, ein kleines Loch in diesem Kunststoffüberzug war, dann konnte man das mit dem Pflaster der Marke Leukoplast überkleben. Man spöttelte weiter und sagte denn, was steht am Berg und heult? Genau der kleine Lloyd. Bobs Wedel. Aber nun war das Problem, wie vertreiben wir das Ganze? Wenn wir, also, Borgward, also jetzt über die Borgward Autohäuser das vertreibt, da gibt es Schwellenängste. Da kommt der Motorradfahrer wahrscheinlich noch klitschnass rein und der Borgward-Verkäufer ärgert sich, dass der ihm den Fußboden da nass macht und behandelt den schlecht und so weiter. Und diese Schwellenängste von beiden Seiten, die führen dazu, dass der Lloyd-Käufer einfach wieder rausgeht. Und das wollte Borgward vermeiden und hat er was ganz Cleveres gemacht. Er sagte, wir bauen einen neuen Vertriebsweg auf und der führt über die Motorradhändler. Das sind ja die, die das Vertrauen der Fahrer haben. Und die können dann da zur Reparatur hin, da kaufen, da die Wartung machen lassen. Der Motorradhändler ist technisch nicht überfordert, weil der Lloyd genauso einfach gebaut ist wie ein Motorrad. Und das funktionierte. Und das war so erfolgreich, dass dieses Konzept Mercedes später mit dem Smart wiederholte. Man wollte nicht, dass die Smart-Käufer in einen Autosalon gehen und Mercedes. Und deswegen hat man einen eigenen Vertriebsweg aufgebaut. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Also Sie sehen, dass solche Konzepte sehr langlebig sind. Lloyd ging nun in, ich muss mal eben schauen, wie das hier, diese Ingenieure aus Chemnitz, die nannten sich INCA, Ingenieurskonstruktionsarbeitsgemeinschaft, und die bauten auch keinen Rennwagen, sondern einen Rekordwagen. Dieser Wagen hatte das Fahrgestell des Hansa 1500, aber eine strömungsgünstige Karosserie und konnte damit Weltrekorde brechen in der Klasse bis 1,5 Liter Hubraum. Diese Rekorde wurden in Montlhéry gefahren bei Paris. Hier, wie gesagt, der Inca, das war der Name eben auch dieses Rennwagens, war hervorragende Reklame. Und das Ganze machte natürlich Goliath auch, natürlich mit einem Dreirad. Dieses Fahrzeug, man glaubt es kaum, besteht aus serienmäßigen Teilen bis auf die Karosserie. Also Achsen, Motor, Getriebe, alles serienmäßig Bremsen und fuhr mit seinen wenigen PS über 160 Kilometer. Und hat damit ihm auch Rekorde eingefahren, aber nur mit einem Trick. Als die Mannschaft nämlich kam aus Deutschland mit dem LKW und dem Rekordwagen von Goliath hinten drin, in Montlhéry an, waren die Kommissare der Sportkommission da, guckten sich den Wagen an und man hatte alles vorbereitet, minutiös mit Proviant, mit Werkzeug, mit Ersatzteilen, man hatte die ganze Rennstrecke gemietet, sagt, ja, also ist kein Auto, hat drei Räder,
geht nicht, können Sie wieder nach Hause fahren. Darauf sagte einer von den Borgwardt-Leuten, ja, 3 Räder, dann ist das ja ein Motorrad mit Beiwagen. So, das wurde akzeptiert. Nun hatten die Fahrer aber keine Lizenzen für Motorräder, sondern nur für Wagen. Da musste also einer ganz schnell nach Deutschland, dann bei der ONS, Oberste Nationale Sportkommission, sofort neue Lizenzen für diese Fahrer für Motorräder bekommen. Das wurde auch gemacht und dann konnte man endlich loslegen und bekam nun 19 Weltrekorde in der Klasse bis 750 Kubikzentimeter für Motorräder mit Beiwagen. Das wurde in der Werbung anschließend natürlich nie erwähnt, dass das jetzt der, das hat immer nur 19 Rekorde, aber nicht für Motorräder mit Beiwagen. Okay. Und da in der Klasse bis 1000 Kubikzentimeter die Geschwindigkeiten auch alle von diesem Fahrzeug überholt worden, hat Bouliat gesagt, ach, dann rechnen wir einfach 19 bis 750 plus 19 bis 1000 Kubikzentimeter Rekorde zusammen sind 38. Und damit ging man dann, startet man einen Werbefeldzug. Hat geklappt. Okay. Rekord, jetzt kommen wir aber auch mal zu einem Flop. Das ist selten, aber das passiert auch. Sie sehen den Holler See und im Hintergrund das Parkhaus. Noch alles verrammelt, Kriegsschäden. Und daraus sollte dann ja mal als Schwan sozusagen das Parkhotel entstehen. Und Borgwardt hatte nun den Gedanken, mit einem großen Wagen, mit einem 6-Zylinder in die Klasse, wo sich der Opel Kapitän und Mercedes 220 tummelten, also sozusagen die S-Klasse mit dem Kapitän, da wollte Borgwardt rein. Das ging gründlich daneben. Weshalb? Man vermutete, und das schrieb die Presse auch, dass dieser Wagen durch sein Fließheck viel zu modern ist. Und das will der Käufer nicht. Dann ist ja logisch, dass man den Wagen umbaut und macht hinten ein Stufenheck draus, wie es damals auch üblich war. Das wurde gemacht. Aber komischerweise verkaufte sich der Wagen auch nicht. Und auch der Nachfolger, der Hansa 2400 Pullman II, 1956, war nicht zu verkaufen. Weshalb? Heute vermuten wir, dass einfach dieses repräsentative Fahrzeug vom Image her nicht in das Borgwardt-Programm passte. Borgwardts Image wurde bestimmt ja eigentlich nur durch den Hansa 1500 und seinen Nachfolger 1800, der gleich aussah, durch die kleinen Lloyd-Wagen und durch die Goliath Zweitakter und natürlich auch durch die Goliath Dreiradwagen. Das wurde mit dem Namen Borgwardt verbunden, aber nicht ein repräsentatives Auto. Ein Flop, heute übrigens einer der gesuchtesten Oldtimer der Borgwardt-Szene. Und ich bin den selbst gefahren, ein ganz toll, wunderschön. Jetzt nahm man auch an Rennen teil. Also Rekordfahrten waren abgeschlossen und nun kamen die Rennen. Die Wagen sahen ähnlich aus. Die Rennen wurden bis 1958 gefahren. Borgwardt entwickelte sich zum ärgsten Konkurrenten von Porsche. Die Fahrzeuge hatten zwischen 110 und 170 PS und liefen so zwischen 210 und 270. Das reichte gerade für Nürburgring und Bergrennen und so weiter. Also das war wiederum eine sehr erfolgreiche Sache. Aber der Knaller kommt 1954. Sie sehen erstmal das gerade eröffnete Berufsschulzentrum. Übrigens, als ich damals dahin ging, also nicht damals in den 50er Jahren, sondern in den späten, in den 70er Jahren, frühen 70ern, hingen auch noch diese schönen runden Lampen, die man viele noch kennen aus den alten Schulen. Die gaben ganz gutes Licht. Egal. Isabella, dahinter ein Borgwardt B1500 LKW. Und die Isabella war wirklich ein Sahnestück. Das mochten die Leute, diese etwas barocken Formen, verkaufte sich sehr gut. Tolles Auto, relativ schnell. Man startete mit 60 PS für die Zeit eine ziemliche Leistung und brachte ein Jahr später schon die Isabella TS Touring Sport heraus, die 75 PS hatte. Da kam mancher Porsche nicht ran. Also das war wirklich schon, das waren schon auf der Autobahn, war man da also der Platzhirsch. Ja, voller Erfolg, die Isabella, machte Borgwardt auch berühmt und ist eigentlich das Auto, was mit seinem Namen immer in Verbindung bleiben wird. Ich kriege überhaupt keine Rückmeldung. Ich hoffe, ich bin noch zu sehen und zu hören. Oder vielleicht rede ich ja auch in eine schwarze Wand rein. Okay. Borgwardt fing wieder an mit Rüstung. Das war aber nicht im Sinne von vielen Technikern und Ingenieuren, die sich also schlicht weigerten,
da mitzumachen. Er musste also extra eine neue Abteilung gründen, die sich um diese sogenannten Sonderkonstruktionen kümmerte. Das hat folgenden Hintergrund. Also die Rüstung dreht sich hier nur um die neu aufgestellte Bundeswehr und natürlich die NATO-Staaten, obwohl die NATO-Staaten nicht mitzogen, sie wollten ihre eigene Industrie fördern und nicht vom Deutschen, vom ehemaligen Kriegsgegner, also die LKW beziehen. Aber die Bundeswehr erteilte ihm einen Auftrag über mehr als 6.000 dieser Fahrzeuge. Das war insofern für ihn von Vorteil, weil, Sie müssen wissen, Automobil ist ein Saisongeschäft. Sie verkaufen im Frühjahr, im Sommer, aber Herbst und Winter ist mau. Und da haben Sie dann zu viele Leute für eine geringe Produktion. Da können Sie wunderbar dann die Rüstungsaufträge abarbeiten. Ja, das ist der Hintergrund. Diese neue Abteilung unter dem Diplom-Ingenieur Übelacker, die kümmerte sich um ganz viele Sachen. Die entwarf 30-Tonnen-Panzer, hier ein Modell von 1956, die später den Leopard bilden sollten. Gewonnen, der Ausschreibung hatte dann allerdings, glaube ich, Porsche Wegmann oder so. Aber man hatte völlig innovative Sachen, also diese Fahrzeuge hier hatten zum Beispiel diese Panzer 4 Motoren. Ein Übelacker hatte die Idee, dass ein Motor in einen Geländewagen kommt, zwei Motoren bei der Bundeswehr in einen LKW und 4 Motoren in einen Panzer. Immer die gleichen Motoren. Die gesamte Bundeswehr hätte nur einen einzigen Motor gehabt. Das hätte natürlich das Ersatzteilwesen revolutioniert. Diese Ideen liebte das Bundesverteidigungsministerium an dem Übelacker. Er hatte zum Beispiel hier auch eine hydraulische Federung drin, sodass die Panzer während der Fahrt schießen konnten. Das konnten andere nicht, die mussten immer stehen. Also völlig verrückte Sachen. Man hat auch das bezahlt bekommen, die Ideen, aber eben es ging nicht in Serie, weil es zu modern war und hatte Angst, dass das nicht zuverlässig ist. Nun hatte Übelacker links im Auto, also auf dem Beifahrersitz, im Fahrersitz Fritz Hattesohl, das war der Ingenieur, der den Musterbau leitete. Im Musterbau wurden also die Prototypen gefertigt, Rennwagen, Prototypen, so Einzelstücke. Und Übelacker musste nun einen Motor testen im Fahrversuch, weil da zeigt sich, ob der Motor standfest ist und so weiter durch diese wechselnden Sachen, Gas geben, Schalten, Bremsen, pipapo. Und der war nun zu groß für die Pkw, die Borgward baute. Und dann sagte Herr Borgward zu Übelacker, ja, also den bauen Sie sich doch selbst ein. Das ließ Übelacker sich natürlich mit seiner Fantasie nicht zweimal sagen und klotzte dieses Ding dahin aus Aluminium. Hatte mit dem Motor, der da im Moment drin ist, war ein Vierzylinder-Boxermotor mit 2,5 Liter Hubraum, 125 PS. Der Tacho, so ein Bandtacho, ein Fieberthermometer, sagt man heute, ging optimistisch bis 270 und wir reden von 1954 und ja, das war das Auto. Es hatte gravierende Nachteile, aber es war schon faszinierend. Zum Beispiel wurde die Tür angehoben, wenn der Fahrer einsteigen wollte, hob er sie hoch. Aber der Beifahrer musste so lange im Regen stehen, bis der Fahrer drin war, wieder zumachte, dann konnte er seine Tür aufmachen. Also es hatte schon mehrere Sachen, auch Übelacker sagte, mein Fahrzeug ist so schnell, dass sich die Tropfen auf der Windschutzscheibe nicht halten. Deshalb brauche ich also keinen Scheibenwischer. Die Praxis sagte was anderes und Hattesohl baute dann Scheibenwischer und Motor ein. Okay. Übrigens völlig verrückt, dieses Auto. Es stand noch 1961 im Werk und der Bremer BMW-Händler Gerdes kaufte dieses Auto, unter anderem dieses Auto. Und man fuhr zuerst den Lloyd-Bus von 1908 zu Gerdes und nun wollten seine Mitarbeiter jetzt diesen Wagen abholen und da hatten die Borgward-Mitarbeiter den schon als Schrott betrachtet und in die Presse gedrückt. Also es ist ein Trauerspiel, heute müsste man mit Sicherheit über 1 Million Euro für sowas hinlegen. Okay, Borgward, wie gesagt, nicht nur aktiv im Autobereich, sondern er hatte auch die Idee, das, was er mit Lloyd geschafft hat, ein Auto zu bauen, was günstig ist. Das wollte er mit dem Hubschrauber machen. Hubschrauber gab es schon, aber die waren teuer. Die hatten teilweise Düsenantrieb. Der schluckt tierisch viel Benzin.
Und nun sagte er zu Professor Focke, übrigens, das ist der Sohn von dem Gründer des Focke-Museums, Erfinder des Hubschraubers, Professor Dr. Ingenieur Hendrich Focke, er soll ihm ein Gerät bauen, was so gut wie wartungsfrei ist, hohe Lebensdauer, billig in der Anschaffung, billig in der Reparatur. Und damit wollte er den Markt revolutionieren und in diese Lücke zwischen keinem Hubschrauber und teurem Hubschrauber reinspringen. Das ist ihm nicht gelungen. Die Hubschrauber flogen, kein Thema, aber die Serienfertigung konnte noch nicht beginnen. Und dann kam der Konkurs der Borgward-Werke und das Thema Hubschrauber war gegessen. Ja, 1957, der schönste Wagen, sagen viele. Ich bin auch der Meinung, das Isabella Coupé ist was ganz, ganz Schickes. Ja, Basis Isabella, auch mit 75 PS, Isabella TS. Zwei Sitzer hinten mit zwei Notsitzen, also da passte vielleicht zwei Kleinkinder rein und ein Achtjähriger. Aber das war halt ein tolles Auto, sehr schick, teuer. Es wurden nur knapp 10.000 Fahrzeuge gebaut, aber dieser Wagen brachte Borgward ein wesentlich besseres Image ein, weil man fand den einfach schick. Das war klasse, also sowas baut Borgward auch. Womit Borgward immer gut im Rennen war, waren die Lkw. Da verdiente er richtig gut dran, allerdings sein persönliches Interesse waren die nicht. Für ihn war das Wichtige waren die Pkw. Alter Bremer Flughafen, interessant. Sie konnten damals also fast auf dem Rollfeld Kaffee trinken und sie konnten durch Lücken in der Hecke einfach aufs Rollfeld laufen. Da gab es überhaupt keine Diskussion. Wenn sie das heute machen, kommen sie, glaube ich, gleich ins Gefängnis. 59 waren die Leute, die Leutwerke so drauf, dass sie sagten, also unser kleiner Leut, der muss nun mal erneuert werden und haben einen Kleinwagen entwickelt, der unter Kinderkrankheiten litt. Das heißt, wenn Sie einen Wagen zu schnell konstruieren, zu schnell entwickeln und auch die Versuchsfahrten relativ kurz halten, schleichen sich Fehler ein, die in der Serie erst auftauchen. Das ist immer so, aber man versucht natürlich, die gröbsten Fehler vorher zu finden. Ganze Kleinigkeiten kann man später bei einem ersten Wartungsdienst in den Werkstätten nachrüsten, ohne dass der Kunde jemals was davon erfährt. Bei der Arabella war nun aber Folgendes. Die in der Serie erst, in den Probefahrten war das Jahr sehr trocken. Es gab kaum Regen. Aber jetzt in der Serie, 59-60, Herbst und Winter, da schlug der Wagen leck. Also wenn sie durch Regen fuhren, war hinter eine Pfütze im Innenraum. Das sprach sich rum. War halt ein bisschen blöd. Man versuchte alles, aber kriegte das irgendwie technisch nicht so in den Griff. 1959 wagte Borgward einen erneuten Versuch in die Opel Kapitän Mercedes S-Klasse mit dem P100, mit dem großen Borgward. Schickes Auto. Sie sehen, dass der Wagen sehr niedrig ist. Das liegt an der Luftfederung. Dieser Wagen hatte keine Stahlfedern, sondern eine Luftfederung, die ihm also eine himmlische Straßenlage bereitete. Ja, und nun kam aber das Chaos. Jetzt hatte Borgward also 25 Millionen reingesteckt in die Entwicklung des P100. In die Arabella mit Sicherheit einen ähnlichen Betrag. Und nun musste er sehen, dass beide Fahrzeuge so schnell wie möglich in großen Mengen verkauft werden, damit das Geld wieder reinkommt. Das war aber nicht der Fall. Borgward finanzierte sich nicht über Banken. Er hatte, seitdem er damals die Hansa-Lloyd-Werke übernommen hatte, das Vertrauen in die Banken restlos verloren, sondern finanzierte sich darüber, dass er also Geld von den Lieferanten dadurch bekam, indem er die Rechnung erst nach 3 Monaten oder nach 6 Monaten, wie auch immer, bezahlte. Und wenn jetzt auf einmal der Verkauf wegbleibt, so hat er kein Geld mehr, um die Angestellten zu bezahlen, die Arbeiter zu bezahlen, also Gehälter und Löhne. Er muss die Lieferungen, die ja terminlich bestellt sind, muss er bezahlen, also das Material und so weiter. Und genau dieser Fall trat nun ein, weil mehrere Faktoren zusammenkamen. Also, Arabella kommt Wasser rein, Fahrzeug verkauft sich nicht, geht drastisch zurück. Die fertigen Arabellen stehen bei Lloyd auf dem Grundstück und bilden Hallen, obwohl die Produktion gedrosselt ist.
Personalkosten laufen natürlich weiter, Material muss bezahlt werden. Dann kommt bei der Isabella ein Exportrückgang, extrem. Die USA hatten 6.000 Isabellen vorausgesagt, bräuchten sie. Sie brauchten aber gar keinen mehr, weil die Amerikaner hatten die europäischen Autos von Renault, Borgward etc. als Angriff empfunden und haben so schnell, 1957, 58, und haben so schnell wie möglich sogenannte Compact Cars rausgebracht, also ganz kompakte Straßenkreuzer. Das heißt, sie waren bei uns immer noch so groß wie die Mercedes S-Klasse, aber für die drüben galt das als mittlerer Wagen, wenn nicht sogar Kleinwagen. Und der hat nun Renault, Isabella etc. den Rang abgelaufen. VW hatte übrigens nie Probleme, aber die hatten das, Borgward hatte das schon. Also das brach auch zusammen. Und nun standen natürlich auch die Borgwards auf Halde. Das heißt, die Isabellen, Sie sehen, das sind gemietete Wiesen von Bauern, weil man nicht mehr wusste, wohin mit den Autos. Sie sehen, es handelt sich um Coupés hier hinten, aber auch um Limousinen. Und nun kam noch als drittes dazu der P100, der große Borgward, übrigens wieder am Holler See, jetzt hinten mit Parkhotel im Hintergrund. Der verkaufte sich nur schleppend, weil man mit der Entwicklung, das heißt mit dem Versuch, nicht richtig nachkam. Also eigentlich fing der Verkauf erst Ende 1960 an, aber im Schleppen. Und das war das Problem, Winterzeit, das war das große Problem. Und diese drei Dinge, das sind unheimliche Löcher in seine Kassen. Borgward litt unter einem Kardinalfehler. Er wollte für jeden Menschen das passende Auto bauen. Und deshalb baute er 16 verschiedene Autotypen. Das gab es also mehrere Lloyd, mehrere Goliath, mehrere Borgward. Vom Pkw bis zum Lkw, vom Kleinwagen bis zum 5-Tonner. Was ich sagen will, VW konzentrierte sich auf zwei Autos, Käfer und VW Bus Bulli. 16 Autos bedeutet, dass kein Auto in riesigen Stückzahlen gemacht wird. Sie können also keine automatischen Werkzeugmaschinen verwenden, sondern müssen zum Großteil auf Universalwerkzeugmaschinen ausweichen, weil die Stückzahlen der Fahrzeuge zu gering sind. Die sind aber sehr personalintensiv. Das bedeutet, bei ihnen schrauben an einem Auto viel mehr Leute als bei Ford oder wie auch immer und die Personalkosten drücken ein. Ich habe mal die Zahlen rausgesucht. Bei Borgward produzierte ein Mitarbeiter im Durchschnitt pro Jahr 5 Autos. Bei Ford produzierte ein Mitarbeiter 10 Autos. Bei Opel produzierte ein Mitarbeiter ebenfalls 10 Autos. Bei VW waren es sogar 14 Autos. Das führte natürlich dazu, dass zu wenig Gewinn da war und finanzielle Reserven konnte man nicht bilden. Eine Lösung wäre gewesen, wenn man wirklich knallhart die Autos rausgeschmissen hätte, die keinen Umsatz machen, die also keinen Gewinn bringen. Das ist das Coupé beispielsweise, zwar schick, aber Stückzahlen viel zu gering. Das ist die Arabella, der Ruf war einfach völlig ruiniert und Rechnungen haben ergeben, dass selbst wenn man 250 Stück pro Tag fahren würde, man höchstens 10 Euro an einem Wagen Gewinn hat. Das Risiko ist viel zu groß. Hier hätte man die gesamte Fertigung nach Ägypten verkaufen können. Die wollten sowas haben. Das Geschäft hat übrigens dann in der NSU gemacht. Ja, also Geld wird knapp und jetzt brauchte Borgward 1960 Kredit. Die Banken gaben das auch gerne her, wollten aber, dass der Bremer Staat für ein Fünftel birgt. 50 Millionen kriegte Borgward und für 10 Millionen birgte Bremen. Und damit wollten die Borgward-Werke Lloyd Goliath das Frühjahrsgeschäft erreichen. Dann würden Autos verkauft werden, Geld kommt in die Kassen, es könnte alles bezahlt werden. Aber im Januar merkte man dann, dass man noch nicht das Geld nicht ausreichen würde und man bräuchte also noch 10 Millionen für den Februar. Das wurde allerdings nicht gewährt. Und damit war die Borgward-Gruppe mit allen Werken konkursreif. Man setzte also Karl F. Borgward, setzte der Bremer Staat die Pistole auf die Brust und sagte also, entweder Sie gehen in den Konkurs, dann wird das alles abgewickelt, oder aber wir übernehmen das Werk, um die Arbeitsplätze zu
sichern. Karl F. W. Borgwardt schied entschädigungslos aus seinem Unternehmen aus. Wegen der Arbeitsplätze hat er da eingewilligt. Dafür hat der Bremer Staat die gesamten Schulden übernommen und hat nun einen Dr. Johannes Semmler eingesetzt, als Staatskommissar sozusagen, der folgenden Auftrag hatte. Er soll die Werke verkaufen, möglichst en bloc. Wenn das nicht gelingt, soll er die Werke sanieren. Und das widerspricht sich. Das war also, der Auftrag war völlig, völlig chaotisch. Wenn Sie ein Werk verkaufen, dann geht das nicht von heute auf morgen. Dann brauchen Sie eine gewisse Zeit. Und Sie müssen den Facharbeiterstamm und die Fachleute halten. Dürfen Sie nicht entlassen, sonst ist das Werk nichts mehr wert. Deshalb keine Entlassung. Und er muss nun in der ganzen Welt rumreisen und bietet diese Werke wie sauer Bier an. Und in der Zeit sind natürlich wahnsinnige Personalkosten da, obwohl keine Autos produziert wurden. Die Borgwardt-Mitarbeiter am Band haben da Skat gespielt, aber wurden bezahlt. Die konnten Spaziergänge machen im Werk, war ja nichts zu tun, aber man entließ sie nicht. Und durch diese Zeit der Suche nach Käufern hat man also wichtige Zeit verloren, die für die Sanierung der Unternehmen dringend notwendig war. Also es war chaotisch. Der Semmler war Aufsichtsratsvorsitzender bei BMW, hatte aber gleich gesagt, dass er bei Borgwardt anfängt, worauf er bei BMW offiziell noch Aufsichtsratsvorsitzender war. Er durfte aber an keinen Gesprächen mehr teilnehmen, an keinen Besprechungen, nichts, weil man Angst hatte, dass er das Wissen von BMW-internen Dinge an Borgwardt weiterträgt. Man unterstellt ihm heute auch im letzten Film, dass er Borgwardt ein bisschen verraten hat, indem er also, weil er von BMW kam, was Quatsch ist. Er hat BMW das Werk zu ganz normalen Preisen angeboten. Hätte er das Werk zu irgendwelchen Sonderkonditionen an BMW verschachert, hätte BMW das ja genommen. Aber BMW war Mitbieter wie alle anderen, aber keiner wollte es haben. Und nun ging es an die Sache mit der Sanierung. Und hier hat der Semmler ganz gehörig Fehler gemacht. Normalerweise passiert Folgendes, wenn Sie ein marodes Unternehmen haben. Erstens, bei Borgwardt Goliath Deutschland 15.000 Autos auf Halde. Die hätte man sofort als Sonderangebote über die Händlerschaft verkaufen müssen, damit Geld in die Kassen kommt. Als zweites hätte man sich, wie im Bild gezeigt, sofort alle Autos einstellen müssen, beziehungsweise nur noch so lange gebaut, wie das Material reicht. Und dann weg und sich nur konzentrieren auf die LKW, die gut laufen, und auf die Isabella. Selbst den P100, das ist der dritte Wagen, der große, der blaue, der große Borgwardt, den hätte man, und dahinter den Hansa 1100 hätte man auch rausschmeißen müssen. Nur noch Isabella und LKW. Dann hätte man nämlich durch diese Konzentration viele Leute entlassen können, von den hohen Personalkosten unterhalten. Dann hätte man die nicht benötigten Werke, Lloyd und in der Neustadt und Goliath in Hastedt und das LKW-Werk in Osterholz-Scharmbeck verkaufen können. Die gehörten zwar alle den Banken, aber dann hätte man die Banken befriedigt und hätte die Zinsen gespart zu zahlen. Und nun hätte man vorher noch die besten Werkzeugmaschinen aus allen Werken rausgeholt und die in Sebaldsbrück konzentriert und damit die Fertigung etwas rationeller gestalten können. Und die anderen Werkzeugmaschinen hätte man alle irgendwie verhökern sollen. Aber wissen Sie, was Semmler tat? Nichts, gar nichts. Der verkaufte keine Autos, der hat niemanden entlassen, der hat Gespräche geführt, Denkschriften verfasst, Gutachten bestellt, Meetings und nichts vorausgekommen. Und das nervte natürlich, weil die laufenden Kosten des Werkes waren dermaßen hoch, dass Bremen hätte noch mal mehr als 50 Millionen, die Bremen gar nicht hatte, reinstecken müssen. Und da haben die Politiker gesagt, Schluss, aus, Feierabend, Konkurs. Ja, und so war das. Dann kamen die Konkursverwalter und die konnten alle Werke so verkaufen, dass alle Gläubiger zu 100% befriedigt wurden. Es sind sogar noch ein paar Millionen übergeblieben. Allerdings muss man dazu sagen, verzichtete Bremen auf die Rückzahlung der Einlage, die sie gemacht haben von 50 Millionen. Man wertete das in Bremen als Schuldeingeständnis des Staates,
weil sie einfach diese Sanierung völlig dilettantisch betrieben haben. Die Hochkonjunktur war, kamen alle Mitarbeiter unheimlich schnell an neue Arbeitsplätze ran, allerdings mit kleinen Einkommensverlusten. Und die Kriegsversehrten, die hatten natürlich jetzt auch Probleme, die unterzukriegen. Aber ich bin der Auffassung, wenn man das richtig gemacht hätte, gut, hinterher ist man immer schlauer, hätte Borgward eine ganz große Chance gehabt zu überleben. Andererseits hat Borgward und dann der Nachfolger Hanomag, die haben ja LKW hier in Bremen gebaut, es geschafft, dass Mercedes überhaupt herkommt. Und mit Mercedes ist Bremen ja eigentlich sehr gut gefahren. Ja, das war ein kleiner Ausflug in die Unternehmensgeschichte der Borgward-Gruppe. Ich hoffe, ich habe hier nicht gegen die Wand geredet, weil ich habe einfach null Rücklauf. Ich weiß nicht, ob jemand überhaupt zugehört hat. Würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt eine halbe Stunde, Stunde einfach irgendwo reingeredet habe. Hört mich jemand? Nicht. Ja, gut. Doch, ein Zuschauer. Sehr schön. Wenn Sie Fragen haben. Marion, konnte man mich hören? Ja, wunderbar. Ah, ich hätte dir noch Stunden weiter zuhören können. Ich glaube, das ging den meisten so. Zumindest ist keiner vorher gegangen, was ich so gesehen habe. Und ja, es ist immer, bei Peter ist das so, wenn ich mal zu dir fahre, dann weiß man gleich, die nächsten 2 Stunden kommt sie nicht wieder. Und dann müssen wir unser Gespräch schon unterbrechen. Also vielen, vielen Dank, Peter. Es war sehr informativ. Und auch die Teilnehmer schreiben hier im Chat weiter so und super und toller Vortrag. Um nur so einige zu zitieren. Und sind bevor wir gleich die Fragen stellen, genau, möchte ich noch kurz sagen, dass natürlich Borgward heutzutage immer noch weiterlebt, nämlich die vielen Borgward-Freunde auf der ganzen Welt. Ich stehe ja hier nicht nur fürs Primobileum heute, sondern auch für den Borgward-Club in Bremen. Wir alleine haben 180 Mitglieder mit rund 400 Fahrzeugen. Und ohne diese Borgward-Liebe würde es die Fahrzeuge, glaube ich, so nicht mehr geben wie heute. Und das ist natürlich auch Karl Borgward geschuldet, der so eine Leidenschaft bis heute transportiert hat. Und dafür möchte ich mich auch mal bedanken bei allen, die jetzt zuhören und ein Borgward haben oder sich dafür interessieren. So, dann gehen wir einmal zu den Fragen. Nochmal ganz zurück am Anfang deines Vortrags, Peter. Da fragt ein Zuhörer nochmal bezüglich der Zwangsarbeiter. Weißt du, wie das Verhältnis war, Zwangsarbeiter und reguläre Beschäftigte? Ja, wenn ich mich richtig erinnere, 2/3 Zwangsarbeiter, 1/3 Belegschaft, Stammbelegschaft. Mhm. Dann noch eine Frage zu der, zu der Anzahl der Fahrzeuge. Wie viele Fahrzeuge hat Borgward insgesamt gebaut? Also, ziemlich genau 1 Million. Also alles, Pkw. Also Pkw, Lkw, alles. Dann von 1924 bis 1900, ich glaube, die letzten sind 63 oder 64 gebaut worden. Das sind zusammen ziemlich genau 1 Million. Also er war der 4. von den Zulassungszahlen in Deutschland in den 50er Jahren. Und vom Umsatz, von Werten her, war er, glaube ich, an 5. Stelle. Weil Mercedes baut weniger Autos, aber die Autos sind natürlich viel teurer im Verkauf. Und das ist so der Stellenwert. Also in jedem Fall zu den Big Five. Und was auch noch von Interesse ist, von den Zuhörern, was wurde aus Karl Borgward? Das muss ihm ja das Herz zerrissen haben, diese ganze Situation. Willst du da noch mal kurz was zu sagen? Ja, also da weiß ich jetzt nicht so genau Bescheid. Es ist so, im Februar 1961 musste er das Unternehmen verlassen. 1963, im Sommer 1963 ist er gestorben, also etwas mehr als 2 Jahre später. Ich glaube persönlich, es hat ihm das Herz gebrochen. Es geht ja auch in Hastedt die Sage um, dass er oft am Hastedt Osterdeich noch entlang gelaufen ist und durch die Zäune auf das Goliathwerk geguckt hat. Also richtig traurig, und das erzählt man sich heute da noch. Ja, und dann schreibt noch ein Zuhörer unter meinem Namen allerdings, dass ich gerne noch mal was erzähle. Vielleicht haben manche von Ihnen oder von euch mitgemacht oder sogar gesehen, dass am 1. Mai sehr viele Borgwards durch Bremen gefahren sind. Und zwar war das die erste Borgward World Tour in virtueller, digitaler Form. Auch natürlich zu Ehren von Karl F. W. Borgward. Und die besondere Ehre für uns war, dass Monika Borgward, die auch heute Abend hieran teilnimmt, mitgefahren ist. Sie wurde abgeholt von einem unserer Borgward-Mitglieder in einem Hansa 1700 von 1936
und hat somit diese Welttour eröffnet. Und wir hatten Fahrzeuge dabei aus Argentinien, aus Mexiko, aus USA, England und. Also wirklich von der ganzen Welt und warten jetzt gespannt auf einen Film, den Norbert Trogis, der auch heute Abend dabei ist, habe ich gesehen, gerade noch zusammenstellt. Und so haben wir eben auch wieder versucht, das alles lebendig zu halten und ja, den Leuten einfach eine Freude damit zu machen. So, noch eine Frage. Schreibt ein Zuhörer oder Zuschauer, ist es ein Gerücht, dass Borgward erst in Hameln Autos bauen wollte, aber weil er keinen Steuererlass bekam, nach Bremen ging? Weißt du darüber was? Ja, in Hameln gab es, glaube ich, die Firma Selve. Der hat Borgward aber nicht viel zu tun gehabt. Aber dies hier mit Hameln hat einen gewissen Hintergrund, weil Borgward tatsächlich aus steuerlichen Gründen zum Beispiel das Leichtmetallwerk vor Bremstorn in Niedersachsen gemacht hat. Er hat in Osterholz-Scharmbeck die Fabrik gekauft. Er wollte in Rethem an der Aller ein Werk gründen und bauen. Das hat sich aber durch den Krieg zerschlagen. Also man geht natürlich gerne da an, wo eben viele Fachleute sind, also wo die Arbeitskräfte noch da sind. Und das Zweite, wo man steuerliche Erleichterungen bekommt. Ich meine, ein Politiker ist im Wiederwahlgeschäft, der richtet alles danach aus und sagt, Mensch, werde ich in 4 Jahren wiedergewählt. Und der Kaufmann sagt, oh, ich bin Kaufmann, ich muss da was machen, wo es am günstigsten ist. Das ist völlig logisch. Und wenn da eine Stadt sagt, zum Beispiel damals noch, heute geht das ja nicht mehr, wir nehmen keine, wie heißt das, nicht Grundsteuer, sondern Gewerbesteuer, dann auf. Das haben wir gesehen, diesen Rand vor 10, 15 Jahren, wo die Firmen auf einmal alle nach Fernost gingen und da irgendwelche Sachen bauten und teilweise dann ja auch reumütig zurückkamen. Aber das war natürlich verführerisch, auf einmal in Indonesien zu produzieren oder auch in Polen und so nicht. Da waren ja unheimliche Preisunterschiede da. Mhm. Ja, danke. Also von Hameln, wie gesagt, habe ich noch nichts gehört. Mhm. Ja, dann kommt ja, noch dann eine Frage. Sehe ich hier gerade. Können Sie noch kurz etwas zu den Wiederbelebungsversuchen der Firma Borgward sagen? Mhm. Ja, kann ich, weil ich gut dabei war. Also das fängt damit an, dass die Chinesen haben ein Riesenwerk und bauen da Lkw. Und nun sagte der Chef von diesem Riesenwerk, ja, also wir könnten eigentlich auch mal einen Pkw bauen. Und die Ingenieure strengten sich an und bauten auch ein ziemlich gutes Auto und waren ganz stolz. Und dann sagte einer, ja, aber verkaufen können wir es nicht. Die Welt will keine chinesischen Autos haben. Dann sagte einer, weißt was, wir kaufen uns eine Geschichte dazu. Und dann sind die ausgeschwärmt und haben überall geguckt, wo gibt es eine freie Autogeschichte. Sie interessierten sich besonders für England und Deutschland. Und dann entdeckten sie Borgward. Das fing damit an, dass sie alle meine Bücher kauften und die in Chinesisch übersetzten. Ja, und das fand ich, also die Idee ist völlig verrückt. Man kauft sich eine Geschichte. Dann hat man hier in Deutschland also eine Dependance in Stuttgart gegründet. Und dann sind die Chinesen nach Bremen gekommen. Und ich muss sagen, ich kenne mich mit fremden Nationen gar nicht so aus. Und das waren anständige, schlaue, sehr selbstbewusste, also es waren ganz tolle Menschen. Die hatten Ideen, die hatten wirklich eine Aufgabe. Und wenn sie zum Beispiel, war der Herr Wang da, das war der oberste Chef, der stellte sich vor die Borgward-Villa in der Horner Heerstraße und stand da über 20 Minuten und hat sich nur das Haus angeguckt, still und starr angeguckt. Also die haben mit so einem Ernst betrieben, zu verstehen, wie hier produziert wird, mit welchen Gedanken Karl F. Borgward Autos gebaut hat. Das war absolut faszinierend. Also das war ganz große Klasse. Ich war sehr überzeugt, fand die Idee hervorragend, gab jedem Unrecht, der sagte, das klappt nie. Na, in meinen Augen musste das einfach klappen, es war einfach genial und das Auto war ja auch gar nicht schlecht. Ja, und dann ging das so langsam bergab. Die Gründe waren, ich habe hinterher noch mit Mitarbeitern gesprochen, die also dann, die Dependance in Deutschland wurde zugemacht, noch gesprochen. Die sagten also, es war Kannibalismus im eigenen Programm. Also man baute ein Auto mit einem starken Motor, sodass man also den starken Wagen mit dem gleichen Motor, aber größer gar nicht mehr verkaufen konnte. Also ein Produkt kannibalisierte das andere, wie sie sich ausdrücken. Dann das Zweite,
Sie mussten für jede größere Geldausgabe in China das Okay holen. Und das ist alles sehr hierarchisch aufgebaut. Es muss also, diese Entscheidungen müssen lange durchlaufen, bis sie von oberster Spitze entschieden werden. Und das war also sehr, sehr arg mit diesem, was alles so wahnsinnig lange dauert. Und solche Sachen. Also es ist alles so, die Zusammenarbeit war nicht so einfach, aber es war eine interessante Erfahrung. Und ich glaube, du kannst jetzt sogar noch etwas mehr dazu sagen, was jetzt in China los ist. Ja, oder erst noch mal kurz zurück. Und zwar haben wir auch die gleichen Erfahrungen gemacht wie du, Peter. Sehr nette Leute. Und die Chinesen waren zum ersten Mal in Bremen 2016 zum Borgward World Meeting, Borgward Welttreffen auf der Waterfront und waren völlig begeistert. Die konnten überhaupt nicht glauben, dass es die alten Autos noch gibt und noch weniger, dass es überhaupt Leute gibt, die mit diesen Autos noch fahren. Und davon waren sie eben so begeistert, haben das teilweise live in chinesische Fernsehen übertragen mit Pressekonferenzen. Und dann wurden 5 Fahrzeuge mit ihren Besitzern eingeladen, ein paar Monate später nach China zu kommen. Wir waren auch dabei. Es war ein Lebensereignis, wie einer sagte. Und die Autos sind mit dem Schiff rüber und wir sind dann Business Class hinterher geflogen und haben da quasi die alte Marke Borgward in China vertreten und sind hergezeigt worden wie das siebte Weltwunder. Und das war sehr, sehr toll. Und ich bin auch genau deiner Meinung, Peter. Mir auch der manche gesagt, ja, glaubst du denn, das wird was? Und ich war 110% davon überzeugt, dass das was wird. Gut, wenn die wirtschaftliche Situation eine andere gewesen wäre, nicht nochmal die Gesellschafter gewechselt hätten, wer weiß, was dann gewesen wäre. Aber gut, für uns als Borgward Club war es nach wie vor gut. Uns kannten jetzt auch wieder die Jüngeren, wenn man an der Tankstelle war. Die sind immer, oh, was ist das denn? Das ist doch ein Borgward, der wird doch jetzt wieder in China gebaut. Und so kam man, oder kommt man immer noch wieder ins Gespräch. Und wir hatten sogar ein halbes Jahr an BX7. Das war auch so ein Deal quasi, da haben wir Autos rüber geschifft und der Deal war eben, dass jeder, der das gemacht hat, ein halbes Jahr ein BX7 kostenlos bekommt und damit konnte man kaum einkaufen fahren oder sonst was. Das dauerte immer gleich keine Sekunde, da kamen die Ersten schon angesprungen und wollten alles hören. Das haben wir natürlich auch sehr gerne gemacht und deswegen bin ich persönlich auch ein bisschen traurig, dass das jetzt alles nicht so läuft, wie wir gedacht haben, aber gut, wer es nicht versucht, der hat schon verloren. Mhm. Ja, derzeit ein B611 Bus renovieren. Ganz klar, muss man einfach ins Internet gucken. Oder bei uns mal melden. Ja, wir haben vorstand@borgward-club-bremen.de. Da können Sie eine kurze E-Mail an uns schicken und wir haben Typreferenten, die sich da sehr gut auskennen. Und da helfen wir gerne. Dann haben wir hier noch etwas über die Werke in Indonesien, Surabaya. Dazu kann man nur kurz sagen, Borgward hatte eine sehr hohe Exportquote, also rund 60% der Fahrzeuge gingen in den Export. Und er war auf allen Märkten, hatte er irgendwo Werke gegründet in Südamerika, in Indonesien, in Belgien, also überall Montagewerke, die teilweise gar nicht so groß waren. Selbst Australien hatte Leute eine Leutfabrikation. Also da kann man natürlich viel darüber erzählen, aber das würde jetzt zu weit führen, weil es steht über die ganzen Auslandswerke in den Büchern eigentlich genug. Und gerade über Indonesien gibt es eben ein Spezialbuch von einem, der da lange gelebt hat, der da mehrere Kapitel Borgward gewidmet hat. Ja, jetzt vielleicht noch zum Schluss. Ich musste so lachen. Ich war dabei, als eine Borgward Isabella da stand und da ging ein Mann vorbei, jüngeren Datums, und sagte zum Fahrer, ich wusste gar nicht, dass die DDR so schöne Autos gebaut hat. Und ich musste so lachen, da hatte er Borgward mit Wartburg verwechselt. Ja. Und der Fahrer, der war sowas von sauer. Naja, also so ist das Leben als Borgward-Fahrer. Wir halten die Fahne auf jeden Fall hoch. Ja, das ist auch richtig. Ganz herzlichen Dank, Peter, und auch vielen Dank nochmal ans Pocco-Museum. Und an alle, die zugehört haben. Applaus kannst du jetzt leider weder hören noch sehen, aber ich denke, dass einige klatschen und auch in den Kommentaren kannst du lesen, dass es vielen, sehr, sehr vielen gefallen hat, auch die nichts geschrieben haben. Und ich möchte gerne noch auf 2 weitere Veranstaltungen hinweisen. Jetzt haben wir angefangen mit dem Schiffbau, also zu Wasser, waren heute auf dem Land. Und beim nächsten Vortrag am 1. Juni geht es um Heinrich Focke, von dem Peter eben schon kurz erzählt hat, Hubschrauber, Kolibri.
Und da starten wir auch wieder um 19 Uhr mit Dr. Kai Steffen, der eben den Pionier Heinrich Focke vorstellen wird. Und da würden wir uns freuen, wenn Sie auch wieder daran teilnehmen. Und dann haben wir nächste Woche, für diejenigen, die sich insgesamt für das Thema Mobilität und Technik interessieren, gibt es nächste Woche am Dienstag um 17 Uhr schon, 17 bis 19 Uhr, einen Workshop, den das Primobileum zusammen mit dem Focke-Museum macht. Und zwar geht es da um die Ausrichtung des Focke-Museums. Das, wie alle wissen, hat ja das Focke-Museum auch den Bereich Technik aus Bremen, genau mit diesen 4 Standortpunkten, wie wir das Primobileum auch. Und wer da Interesse hat, mitzumachen, Ideen loszuwerden, der kann sich gerne melden. Auf der Seite des Focke-Museums steht auch wieder der Zoom-Link bereit. Und diejenigen, die im Freundeskreis sind, die bekommen auch nochmal eine Einladung separat. In der Zeitung wird es auch nochmal stehen. Und da würden wir uns auch freuen, wenn Sie daran teilnehmen. Ja, ich sage nochmal herzlichen Dank an alle. Bis zum nächsten Mal. Ja, und der Vortrag wird dann später wieder auf der Seite des Focke-Museums, auf der Primobileum-Seite zum Nachschauen veröffentlicht. Das dauert immer ein paar Tage, aber früher oder später ist er dort nochmal. Dann herzlichen Dank an alle. Schauen Sie gerne nochmal auf unserer Homepage nach, www.primobileum.de oder Borgward Club. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Gut, vielen Dank, Peter. Bis bald wieder live und in Farbe. Ja. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend für alle. Tschüss. Tschüss.